Gerade Ex-Partner, man denkt es nicht, erpressen dich besser und effektiver als alle möglichen fiesen Menschen aus deiner Umgebung. Hier 6 klare Anzeichen und Tricks, wie sie teilweise schaffen, dich über den Tisch zu ziehen. Mein Name ist Emanuel Albert, ich bin Beziehungscoach. Seit Jahren helfe ich Menschen, ihren Ex zurückzuerobern, aus der Friendzone zu kommen oder glücklichere Beziehungen zu führen. Seit Jahren begleite ich Menschen dabei, ihren Ex-Partner zurückzuerobern, Beziehungen zu retten und ich darf leider auch an sehr viel traurige Missstände schauen, wo ein Ex-Partner dich ganz fies mit Tricks, mit Kniffen, manipulativen Kniffen, ohne es zu wissen und teilweise auch ganz bewusst dazu bringt, dass er oder sie immer noch, obwohl die Beziehung schon vorbei ist, dass du bestimmte Dinge machst oder nicht machst. Wer so behandelt wird, gewinnt nicht, sondern verliert Selbstbewusstsein, Selbstwert. Verliert die Chance teilweise, die Beziehung zurückzuerobern. Also wenn mein Ex das mit mir macht, habe ich noch weniger Chance teilweise, ihn überhaupt zurückzuerobern, die Beziehung wieder zu retten. Und ich gehe teilweise schon mit einem fiesen Schlag auf die Psyche, auf meine Persönlichkeit angeschlagen in neue Beziehungen. Und auch dort begegne ich dann eher toxischen Partnern, die schlecht für mich sind, als gesunden, guten Beziehungen mit guten Partnern, nämlich gut behandeln. Es ist also sehr wichtig, dass du diese Tricks kennst, und die 6 Anzeichen erkennst, wenn sie bei dir stattfinden. Das erste Zeichen, der Ex-Partner droht und schimpft. Und wann passiert das zum Beispiel, wenn du in die Kontaktsperre gehst, dich zurückziehst, hey, warum schreibst du nicht mehr? Dann können wir es ja gleich ganz vergessen. Ich dachte, wir können Freunde bleiben. Du musst durchschauen, dass dein Ex gerade hier mit ganz fiesen Tricks versucht, dich gefügig zu machen. Und das bringt dir leider gar nichts, wenn du dem nachgibst. Zweitens, der Ex kennt dich verdammt gut. Das ist natürlich schön, vielleicht für eine Rückeroberung, auch wenn die Beziehung wieder läuft. Aber hier und jetzt, wenn der Ex fies ist, manipulativ ist, dann nutzt er dieses Wissen. Deine Schwächen, die Lücken deiner Psyche, dass du zum Beispiel dich nicht blamieren möchtest vor den Bekannten, dass du gut dastehen möchtest, dass du vielleicht jemand bist, der Angst vorm Alleinsein hat oder Angst vor Isolation. Und dann geht er rein und sagt, weißt du was? Und macht aus diesen Schwächen ganz konkrete Drohungen. Mit dem Verhalten, also wie du jetzt gerade mir gegenüber bist, kannst du es gleich vergessen und findest du nie wieder einen Partner. Harte, harte Beschimpfung aufgrund deiner Schwächen. Drittens, der Ex-Partner, ganz lustig nach dem zweiten Punkt mit den Schwächen, verwendet auch deine Stärken. Hey, du bist doch immer so kommunikativ gewesen. Hey, du bist doch so ein liebenswürdiger Mensch. Hey, du bist doch jemand, der ans Gute im Mensch glaubt. Sei doch bitte auch freundlich zu mir. Sei doch bitte auch nett. Mach doch bitte das. Du kannst doch gerne auf das Haus verzichten. Du kannst doch gerne die Haustüre zu uns geben. Ich weiß doch, dass du jemand bist, der immer das alleine hinkriegt. Du hast es doch nicht nötig, so wie ich, dass jetzt die Wohnung bei dir bleibt. Du kannst doch gerne die Hunde ab und zu haben. Das heißt, da werden ganz hart und fies gemischt Stärken von dir mit Wünschen von ihr oder ihm. Und achte auf dieses Zeichen, wenn während der Ex sich was holt, gleichzeitig so ein paar billige Komplimente drüber gelegt werden, dass du damit zurechtkommst. Viertens, der Ex-Partner nutzt, dass ihr zusammen wart, diese Beziehung, um sich jetzt weiterhin Sonderrechte zu sichern, die es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Sachen, wo du was für ihn gemacht hast, Sachen, wo du was gezahlt hast, habe ich immer wieder bei Kunden. Sachen, wo du irgendwelche Konditionen, Rabatte, Fahrzeuge, Sonderrechte eingeräumt hast. Der Ex-Partner ist sehr schnell darin zu sagen, Dankeschön, gut, wichtig, das brauche ich nämlich noch, aber ganz ist ganz wichtig, dass du mich jetzt nicht hängen lässt, weil, also wir sind jetzt erstmal getrennt, aber ich brauche ja trotzdem weiterhin noch die Lebenskonditionen wie vorher, um mich jetzt zu fangen. Oh, ich habe einen neuen Partner, aber ich muss trotzdem erstmal zu mir kommen, bevor ich mich auf den einlasse, deswegen brauche ich die Sonderrechte noch. Das Zeichen ist hier, die Sonderrechte laufen weiter, während die Kommunikation knapp, kurz und hingeworfen ist, damit du gar nicht die Zeit hast, jetzt darüber zu sprechen, ob die Zahlungen oder das Verwenden des Autos oder der gemeinsamen Kreditkarte oder der Rabattkarte oder beim Vater noch günstiger einkaufen. Diese Sonderrechte sollst du gar nicht diskutieren können. Die möchte die Person am besten mit schönen Scheuklappen nach vorne wegrennen, aber sich weiter halten. Gibt es solche Sonderrechte und hat dein Ex gar nicht viel Zeit, darüber zu reden, sondern hüpft er immer ganz schnell weg, während er sie weiterhin nutzt? Ist das in Wirklichkeit eine Manipulation, um die Sonderrechte zu erhalten? Achte auf das Zeichen dieser komisch knappen Kommunikation dazu.
Wir kommen zu den letzten beiden Zeichen, den letzten beiden manipulativen Tricks, mit denen Ex-Partner sich bei dir Sachen rausholen, dich erpressen. Ich weiß gar nicht, welchen ich schlimmer finde. Wichtig übrigens an dieser Stelle, ich habe ein ganzes Buch Ex-Freund zurück, Ex-Freundin zurück, wo ich viel mehr Details natürlich noch erkläre, auch gerade im Umgang mit dem Ex-Partner, wie du dich teilweise auch stärkst, damit er oder sie auf solche Ideen gar nicht kommt und dich wieder attraktiver findet, damit das eventuell sich nochmal einrenken kann. Falls du zu der Sorte gehörst, die diesen Mann, diese Frau auf keinen Fall zurückwollen, dann hoffe ich, dass dieses Video dich noch wacher macht und ich habe einen komplett komplementären Ratgeber und das ist nämlich toxischen Partner, Ex-Partner loslassen. Nummer 5. Wenn sie bekommen, was sie wollen, wenn sie es wieder geschafft haben, dich zu erziehen, wenn sie es geschafft haben, dich zu erpressen, gefälligst aus einer Kontaktsperre rauszukommen und wieder mehr zu schreiben, wenn sie es geschafft haben, die Sonderrechte zu kriegen, wann immer irgendwas also endlich so gelaufen ist, wie sie sich's bei dir rausgepresst haben, dann kriegst du ganz hohlen, dünnen, netten, aber super schleimigen Dank. Vor anderen, vor deinen Freunden, Kollegen. Ich habe meiner Mutter gesagt, dass du so aufmerksam bist und ich finde es so toll, dass obwohl wir uns getrennt haben und obwohl wir eine hässliche Trennung hatten, du trotzdem noch mit mir normal kommunizierst. Auf Deutsch, du hast es nicht in die Kontaktsperre geschafft und antwortest noch brav, wie so ein Hündchen, wie so ein Butler, auf jede Nachricht von ihr oder auf jede Nachricht von ihm. Diese kleinen, fiesen, hohlen Dankeschöns gibt es auch in andere Richtung, Freunden gegenüber. Oder auf einem Post schreibt sie oder er noch extra so ein kleines, nettes Ding drunter. Lustigerweise genau nachdem du endlich mal wieder das gemacht hast, was sie sich erpresst hat. Du bist aus der Kontaktsperre rausgekommen und antwortest wieder lieb. Plötzlich gibt es einen Text, plötzlich gibt es ein Foto, plötzlich gibt es eine kleine Sprachnachricht mit einem Dank, mit einem dies, mit einem jenen. Achte auf diese kleinen Belohnungen, die sich, wenn du sie anhörst, anschaust, immer ein bisschen hohl anfühlen. Das ist das, diese Hohlheit und dieses Schleimige. Und damit kommen wir zum sechsten Punkt, der wichtigste Punkt für mich. Und verrückterweise, ja, der hilft, dass man dich noch besser erpressen kann, noch mehr dein Ex, deine Ex von dir das kriegt, was sie will, was sie in ihrer egoistischen, toxischen, komischen Weise jetzt noch gerne mitnehmen würde. Die Person verändert bei alledem null ihren Kurs. Der Ex-Partner, die Ex-Partnerin weicht null von der Trennung ab, null davon, wie kalt, wenig du jetzt von ihr, von ihm behandelt wirst. Für mich ist einer der brutalsten, weil alle machen ja irgendwas, geben dann irgendwas, Sonderrechte sind es oder kommunizieren wieder oder Applaus oder sonst irgendwas. Und sie hoffen natürlich, du hoffst natürlich, dass vielleicht das Verhältnis mit dem Ex dann besser wird oder der Ex-Partner vielleicht zurückkommt oder irgend so etwas. Und du stellst ganz ernüchternd fest, nichts. Das ist das Verrückte. Und jetzt musst du wissen, dass es in der Psychologie leider in deinem Kopf dazu führt, dass du nicht unbedingt denkst, oh, ich ziehe mich jetzt mal zurück. Ich achte jetzt mal mehr auf mich, weil kommt ja gar nichts auf der anderen Seite zurück für die gebrachten Extraleistungen, die Öffnungen und all das, was sich hier die Person erpresst hat. Sondern unsere Psychologie denkt teilweise leider, vielleicht war es zu wenig. Vielleicht muss ich noch mehr geben, noch schneller springen das nächste Mal, mich noch mehr krummlegen, vielleicht doch noch weiterhin ihren Urlaub mit dem Neuen bezahlen. Solche unangenehmen Sachen habe ich in meiner Praxis und ich muss dich davor warnen. Wenn du siehst, sechstes Anzeichen, dass der Ex-Partner trotzdem knallhart seine Linie weiter durchführt und hält, egal was du machst und nicht machst, dann weißt du Bescheid. Du wirst hier manipuliert und erpresst und es wird dringend Zeit, dass du zu dir zurückkommst in dein Selbstbewusstsein. Hol dir bitte die Techniken aus Ex-Freund, Ex-Freundin zurück aus meinem Buch, falls es dir hilft, oder hol dir die Techniken, wie ich noch besser loslasse und mich noch weiter wegschubse von dieser Person. Ich hoffe von Herzen, ich konnte dir helfen oder vielleicht, falls es irgendeinem Freund oder Freundin betrifft, dass du dieses Video der weiterleitest. Ich konnte diesem Freund, dieser Freundin helfen, damit du aus diesen fiesen Erpressungen, die der Ex nur machen kann, weil ihr mal so gut wart, dass du da rauskommst.
Alles Gute dir. Danke fürs Abonnieren. Danke für Glocke an. Danke für alle Likes, die helfen, dass dieses Video leichter von anderen gefunden wird und wir dieses wertvolle Wissen weiter und noch besser teilen können. Ich wünsche dir vor allen Dingen, dass du rauskommst und Richtung glücklicher, toller Beziehung wieder kommst. Ob mit dem Ex, weil du stärker bist, oder ob mit jemand Neuen, der besser zu dir passt, weil du stärker bist. Alles Liebe dir, dein Date Dr. Emanuel. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.datedremanuel.de.